Abendstimmung über dem grenzenlosen Dschungel im Norden Guatemalas. Das immergrüne Tiefland der Peteng hieß einst Mayab, das Land der Weisheit. Wir überfliegen die Heimat der Mayas. Im Abschiedslicht der sterbenden Sonne ragen Götterburgen aus den dampfenden Regenwäldern, Türme des Schweigens, einsame Zeugen eines untergegangenen Volkes, die Wolkenkratzer der Mayas. Es sind die höchsten Pyramiden auf amerikanischem Boden, steinerne Himmelsleitern inmitten einer alles verschlingenden Vegetation, von der man sie erst vor 30 Jahren befreite. Wir kreisen über Tikal. Tikal, das bedeutet der Ort, wo Geisterstimmen ertönen. Es ist das größte und älteste Zentrum der Mayas, schon seit 600 vor Christus besiedelt. Eine regelrechte Stadt mit einem riesigen Festplatz, flankiert von der Pyramide der Masken und der Pyramide des großen Jaguar. Tikal ist der architektonische Höhepunkt der Indianerkulturen Mittelamerikas. Wie aber hat diese Kultur begonnen? Wie haben sich andere Stämme in diesem Raum entwickelt? Und wie haben sie ihre Götter und Geister verehrt? Das Urmaterial für Götterbilder, Altäre und Tempel ist Stein, so wie er in der Natur vorkommt, als Felsbruch oder in Flussbetten, wo ihn die unaufhörliche Kraft des Wassers schon vorgeformt und sortiert hat. Dieses kostenlose und leicht zugängliche Baumaterial säumt schon seit Jahrtausenden die Ufer des Rio Grande de Teraba im Südosten Costa Ricas. Der Rio Grande kommt aus zerklüfteten Vulkangebirgen im Landesinnern und schlängelt sich durch die feuchtheiße Ebene von Diquís, bevor er in den Pazifik mündet. Im Tal von Diquís, wo früher die Boruca-Indianer lebten, breiten sich heute die Bananenplantagen der United Fruit aus. Mitten in diesen Bananenfeldern steckt eines der größten Geheimnisse Mittelamerikas. Halb versunken im Boden liegen hier riesige steinerne Kugeln von perfekt runder Form mit äußerster Präzision aus Granit oder Basalt gemeißelt. Ihr Sinn und Zweck ist noch völlig unklar. Waren sie dem Jaguar-Gott geweiht? Einige Kugeln fand man in Grabhügeln, zusammen mit anderen Beigaben, wie diesen Reibesteinen für Maiskörner in Gestalt einer Raubkatze. Viele Kugeln wurden durch Witterungseinflüsse zerstört. Andere hat man gesprengt, weil man glaubte, in ihrem Kern Gold zu finden. Aber man schätzt, dass noch Tausende unter den Bananenstauden und den benachbarten Hügeln schlummern. Der amerikanische Archäologe Michael Snarskis deckt ein besonders wuchtiges Exemplar ab, das man erst kürzlich teilweise freigelegt hat. Es sieht so aus, als ob diese Kugel in 2 Meter Tiefe vergraben worden ist. Vermutlich hat sie einen Durchmesser von 1,60 Meter. Denn was wir hier sehen, ist nur der obere Teil der Kugel. Der größte Durchmesser wird noch tiefer hinunterreichen.
Die Archäologen konnten diese Steinbälle bisher noch nicht datieren. Wir glauben jedoch, dass sie vor ungefähr 1000 Jahren hergestellt worden sind. Das wissen wir aufgrund der Tonwaren, die man in zahlreichen Gräbern hier auf den Bananenfeldern gefunden hat. Wir konnten diese Keramik auf etwa 800 bis 1000 nach Christus datieren. Ähnliche Kugeln sind auch oben im Bergland entdeckt worden. Die können sogar 1500 Jahre alt sein. Das Baujahr der rätselhaften Modelle ist also bekannt. Und wir ahnen auch, wer sie hergestellt hat. Indianische Steinmetzen mit hervorragenden Kenntnissen der Geometrie. Aber wie sind diese Indianer überhaupt auf die Idee der Kugel gekommen? In der Natur gibt es nur ein absolut rundes Vorbild, die Sonne. Doch sie erscheint nicht als Körper, sondern als flache Scheibe. So haben sie die Künstler im alten Amerika auch immer wieder dargestellt. Diese Sonne aus Goldblech hat kleine Löcher. Man weiß, dass die Eingeborenen solche Scheiben in den Eingang ihrer Hütten hängten. Wenn sie sich bei starkem Luftzug um die eigene Achse drehten, entstand der optische Eindruck einer Kugel. Vielleicht haben solche zufälligen Beobachtungen die Bildhauer zu ihren Plastiken angeregt. Bleibt die Frage, wie Indianer vor über 1000 Jahren mit primitiven Werkzeugen aus unregelmäßigen Steinblöcken perfekt runde Körper mit völlig glatter Oberfläche modelliert haben. Kugeln, die bis zu 16 Tonnen wiegen. Schauen wir zunächst einem Steinmetz von heute zu, dem 78-jährigen Manuel Solano aus Costa Rica. Er meißelt runde Ziersteine für ein Gebäude und wendet dabei eine uralte Methode an. Um eine Kugel zu machen, muss man den Stein zunächst viereckig wie einen Würfel formen. Dann sucht man sich den Mittelpunkt jeder Seite. Anschließend legt man zwischen diesen Mittelpunkten eine Holzschablone mit einem Halbkreis an und schlägt das überschüssige Material weg. Ich arbeite immer senkrecht von oben nach unten. So erhält man eine absolut runde Form. Ungleich schwerer dürfte es vor 1000 Jahren gewesen sein, diesen Riesenball von 6 Meter Umfang und 1,80 Meter Durchmesser ohne Metallwerkzeuge zu modellieren. Seine Herstellung hat eine ganze Arbeiterkolonne beschäftigt. Die Steinkugeln im Süden von Costa Rica bestehen aus unterschiedlichem Material. Aus Granit, Andesit und Basalt. Sogar aus Sedimentgestein. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass sie das Werk von Menschen sind. Bei den Diskussionen über diese Kugeln hat man auch behauptet, sie seien das Produkt außerirdischer Wesen. Aber das ist natürlich Unsinn. Die Mittel der prähistorischen Technologie haben für solche Kugeln völlig ausgereicht. Ich will Ihnen zeigen, wie sie vermutlich entstanden sind. Nehmen wir an, dies ist ein großer Felsbrocken mit einem Durchmesser von 2-3 Metern. Er wurde an den Ort gebracht, wo die Kugel hergestellt werden sollte. Vermutlich hat man zunächst einen Würfel geformt, der an allen Seiten die gleichen Maße aufwies. Dies geschah selbstverständlich mit primitiven technischen Mitteln. Hämmern mit harten Felsstücken, Glätten mit Steinschabern und Holzwerkzeugen. Sobald man diesen genau vermessenen Würfel hatte, nahm man eine Holzform, die in der Länge des Durchmessers bis zur Mitte der anderen Seite über den Würfel gelegt wurde, quasi als Schnittmuster. Dann begann man mit anderen Steinen zu raspeln, etwa so, ganz herum, Stück für Stück. Dabei ließ man die Fläche in der Mitte jeder Seite aus und schuf so vollkommen runde Kugeln, selbst von der Größe, wie Sie sie hinter mir sehen. Nun fragen sich die Archäologen immer noch, welche Bedeutung solche Kugeln haben. Man hat sie an Begräbnisplätzen in der Region Diquis im Süden von Costa Rica gefunden. Ursprünglich waren sie anscheinend in langen, geraden Reihen aufgestellt. Sie können einen Friedhof eingezäunt haben,
markieren aber offenbar keine einzelnen Gräber. Es besteht gar kein Zweifel. Diese Kugeln sind das Produkt äußerst geschickter Handwerker und das Ergebnis enormer Anstrengungen und vieler Arbeitsstunden. Wer diese Kugeln besaß oder herstellen ließ, war sicher eine Person mit großer gesellschaftlicher, politischer oder religiöser Macht. Was man aus Steinen alles machen kann. Die unbekannten mathematischen Genies von Palmasur in Costa Rica produzierten ihre rätselhaften, aber ewig gleichen Kugeln. Andere Stämme, weiter im Nordwesten, ließen sich zu fantasievollen Bilderzählungen anregen. Ihre Werkstätten lagen unter freiem Himmel an der Pazifikküste im heutigen Guatemala. Aber sie sind schwer zu finden. In endlosen Zuckerrohrfeldern stößt man mit viel Glück auf solche riesigen Felsblöcke, die üppig verziert sind. Das 10 Quadratmeter große Relief entstand vermutlich um 200 nach Christus. Es lässt sich heute nicht mehr feststellen, ob die mächtige Platte einmal aufrecht stand oder sich schon immer in Schräglage befand. Zwischen den verwirrenden Ornamenten und dunklen Symbolen erkennt man eine Opferszene. Ein Herrscher oder Gott sitzt auf einem Thron und empfängt herzförmige Gaben, vielleicht sogar Menschenherzen, dargereicht von einem Priester in kostbarem Ornat. Der Gottkönig zeigt ein markantes Indianerprofil. Ganz in der Nähe fand man diesen steinernen Jaguar, der ausgesprochen harmlos posiert, als ob er Männchen macht. Aber man darf annehmen, dass seine Figur mit einem blutigen Kult zusammenhing. Ebenso wie die Szene auf dem Standbild daneben. Gegenstand wildester Spekulationen. Weltallprophet Erich von Däniken hat an dieser Steinplastik aus dem Süden Guatemalas seine helle Freude gehabt. In seinem letzten Buch, Die Reise nach Kiribati, stellt er die Hauptfigur als echten Astronauten vor. Das außerirdische Wesen trägt laut Däniken einen Raumfahrerhelm mit einer Klarsichtscheibe, hinter der man ein Auge und den Ansatz der Nase erkennt. Von diesem Helm führt ein Schlauch in mehreren Windungen nach hinten zu einer Art Tank, der den Astronauten mit frischer Atemluft versorgt. Der fremde Besucher trägt außerdem Stiefel und einen eng anliegenden, hermetisch geschlossenen Overall, um sich vor Krankheitserregern auf der Erde zu schützen. So weit, so gut fantasiert, nichts davon stimmt. Die Szene zeigt vielmehr das typische Ballspiel der Mayas und ihrer Vorgänger. Der Sieger triumphiert über den Verlierer. Beide halten Hartgummibälle in ihren Händen, die in Handschuhen stecken, und beide verbergen ihr Gesicht hinter einer Tiermaske, wie sie oft beim Ballspiel getragen wurde. Däniken verschweigt nicht nur das Alter dieser Stele, das die Archäologen auf 850 nach Christus datiert haben. Er erwähnt auch mit keinem Wort die wichtigen Nebenfiguren, so den herabsteigenden Gott, der dem Sieger ein Geschenk überreicht, und die beiden Vogelglyphen aus der Maya-Mythologie. Sie zeigen Falken, die als Himmelsboten zur Erde fliegen, um dort das Ballspiel zu beobachten. An das tödliche Ballspiel erinnern vielleicht auch diese seltsamen Riesenköpfe in der nahen Umgebung. Sie haben niemals zu einem Körper gehört, sondern wurden selbstständig aus einem einzigen Block gemeißelt. Alle zeigen starre Gesichtszüge und geschlossene Augen, als ob sie Schlafende oder Tote darstellten. Wir wissen, dass die Verlierer nach dem Ballspiel oft enthauptet wurden. Hat man ihnen mit diesen gigantischen Porträts ein Denkmal gesetzt? Manchmal gibt es auch ganze Figuren.
fettleibige Monster mit erschreckend dünnen Ärmchen und Beinen. Sie lagen noch vor wenigen Jahren versteckt im Boden des kaum erforschten Gebietes von Cosumaluapa. Als man sie ausgrub, fand man an der Basis im lockeren Erdreich sogenannte Metates. Das sind flach gekehlte Steine und Rollen zum Zermahlen von Maiskörnern für Tortillas. Eine Arbeit, die grundsätzlich Frauen machten. Dies war ein ziemlich klarer Beweis für einen Mutterkult und für das Matriarchat, die früheste Gesellschaftsform, die wir überhaupt kennen. Wir haben es also hier mit der ersten Kultur auf mittelamerikanischem Boden zu tun. Archäologen nennen sie prä-olmekisch, vor-olmekisch. Die Einflüsse dieser Kultur reichen weit hinauf nach Mexiko bis zum Siedlungsgebiet der geheimnisumwitterten Olmeken. Östlich der Tuzla-Berge an der Golfküste Mexikos erstreckt sich das fieberheiße Schwemmland von Tabasco. In alten Zeiten hieß es Olmán, das Land des Kautschuks. Und seine Bewohner nannte man Olmeken. Ein Gebiet reich an Wasser, fruchtbarem Boden und neuerdings an Erdöl. Das schwarze Gold hat die Heimat der Olmeken bis zur Unkenntlichkeit verändert. Bohrtürme ragen in den Himmel. Glühende Gasfahnen wehen wie der Atem eines Feuergottes über der ältesten Pyramide Amerikas, dem künstlichen Erdhügel von La Venta. Hier lag einst die Hauptstadt der Olmeken. Inmitten tropischer Vegetation ein Freilichtmuseum. Was seit den 30er Jahren in La Venta gefunden wurde, ist heute im archäologischen Park von Villa Hermosa zu besichtigen. Zum Beispiel diese merkwürdige Figur, halb Affe, halb Mensch, der verzückt zur Sonne schaut. Aus einer fernen Welt scheinen diese gigantischen Köpfe zu stammen. Wie die Riesenhäupter von Guatemala haben sie nie auf einem Körper gesessen, sondern wurden als Einzelstücke aus einem Basaltblock gemeißelt. Das muss um 1000 vor Christus gewesen sein. Sie sind bis zu 3 Meter hoch und 20 Tonnen schwer. Der, den wir hier gerade vermessen, hat einen Umfang von 6,40 Meter. Auf den ersten Blick wirken diese Gesichter ausgesprochen afrikanisch. Und man hat auch schon an Neger gedacht, die vor langer Zeit als Schiffbrüchige an der Küste Mexikos strandeten und von den staunenden Indianern porträtiert wurden. Aber das schließt man heute aus. Auf kleineren Gegenständen wird das menschliche Gesicht stark stilisiert und einem Jaguarkopf mit herunterhängenden Lefzen immer ähnlicher. Nach einer alten Sage soll der göttliche Jaguar mit einer eingeborenen Frau solche Katzenmenschen gezeugt haben, die dann vor mehr als 3000 Jahren aus kostbarer Jade geschnitzt wurden. Wozu? Wir wissen es nicht. Noch rätselhafter erscheint diese Versammlung von 16 Männern aus Jade und Serpentinstein. Man fand die 17 cm hohen Figuren unter dem Kultzentrum von La Venta in einer Nische versteckt. Sind es Jaguarpriester? Sie stehen im Kreis und scheinen einem Anführer in der Mitte aufmerksam zuzuhören. Diese Anordnung hat man sich nicht erst im Museum ausgedacht. Sie war von Anfang an so geplant. Das beweist dieses Foto von der Ausgrabung im Jahre 1955. Ein Gehege aus mächtigen Basaltpfosten. Vielleicht diente es als Jaguarkäfig. Der König des Urwalds muss bei den Olmeken eine ungeheuer große Rolle gespielt haben und wurde als heiliges Tier verehrt. Sogar der Mosaikfußboden einer Kultstätte entpuppt sich als Jaguarmaske, wenn auch geometrisch verfremdet. Wir haben Augen, Maul und Nüstern der Raubkatze auf dieser Schemazeichnung schwarz hervorgehoben. Der Jaguar verkörperte bei den Bewohnern des alten Amerika alle Kräfte, die aus der Erde kommen.
Und so, wie er sich in Höhlen versteckt hält, kauert dieser Fürst im weit aufgerissenen Rachen einer steinernen Raubkatze. Halb verborgen in der Nische eines gewaltigen Altars hält er die Enden eines Seiles, das um den ganzen Block herumläuft. An der Schmalseite führt das Seil zu einer Person, die als Relief dargestellt ist. Sie zeigt das Profil einer fremden Rasse. Ist es ein Gefangener aus einem fernen Land? Ein anderer Altar aus Laventa, um 1200 vor Christus aus einem mächtigen Findling gehauen und mit Reliefs geschmückt. Da strampeln in den Armen von Erwachsenen kleine Kinder mit Jaguargesichtern herum. Erinnern sie an ein Fruchtbarkeitsfest oder an blutige Babyopfer für den Katzengott? Neben dem alles beherrschenden Jaguar taucht bei den Olmeken auch die Schlange auf, und zwar die heimische Klapperschlange, wie man am Schwanzende deutlich erkennt. In der Windung ihres Körpers sitzt ein Mann mit einem Jaguarhelm und einem Weihrauchgefäß in der Hand, offenbar ein Priester. Für Däniken aber ist es ein Astronaut, der sein Raumschiff steuert. Mit viel Fantasie kann man auch diese kleinen Gestalten für fliegende Besucher aus dem Weltall halten. Sie wurden in einen über 4 Meter hohen Steinblock gemeißelt und sind vermutlich Begleiter des Regengottes. Diese Poltergeister nähern sich einem Paar in Menschengröße. Eine der Personen fällt durch ihr fremdartiges Profil auf. Es zeigt eine Hakennase und einen starken Bart. Seltsam, wo den Indianern von Natur aus kaum ein Bart wächst. Der hier wirkt künstlich, wie angeklebt. Nun wissen wir von einer ganz anderen Hochkultur, nämlich den alten Ägyptern, dass ihre Pharaonen als Zeichen ihres Amtes einen falschen Bart trugen. Er bestand aus geflochtenen Haaren, wurde mit Binden hinter den Ohren befestigt und reichte bis auf die Brust. Selbst den Gott Osiris schmückt ein langer, künstlicher Bart. Die Ägypter hatten diese Mode wahrscheinlich von den Assyrern übernommen. Auch die bekannte Totenmaske ihres Königs Tutanchamun endet in einer Bartattrappe. Künstliche Bärte finden wir im alten Amerika nicht nur bei den Olmeken, sondern noch 1800 Jahre später bei den Mayas im fernen Guatemala, und zwar auf den riesigen Standbildern von Quirigua. Unter dem Kinn der Fürstenporträts ist deutlich ein schmaler Bart zu erkennen, der wie angesetzt wirkt. Merkwürdig ist, dass zwei völlig verschiedene Kulturen das gleiche, auffällige Rangabzeichen benutzt haben und das unabhängig voneinander. Oder gibt es da eine Verbindung? Falsche Bärte, der Pyramidenbau, die Verehrung von Raubkatzen, der Sonnenkult, sind das alles nur zufällige Parallelen, Herr Professor Brehm, oder aber klare Hinweise auf frühe Kontakte zwischen den Völkern des Mittelmeerraums, vor allem Afrikas, und den Kulturen Mittelamerikas? Weder das eine noch das andere. Hinter Ihrer Frage liegen einige Annahmen, die nicht so bewiesen sind, wie es zuerst erscheinen mag. Falsche Bärte. Natürlich, es gibt eine Reihe von olmekischen Darstellungen, in denen ein Bart wie falsch, wie aufgesetzt anmutet. Aber das muss keineswegs so sein, denn die amerikanischen Indianer haben entgegen der Annahme, die man häufig hört, durchaus einen Bart und oftmals auch einen Bart getragen. Und dies mag ein natürlicher Bart ebenso sein. Also weder eine Parallele noch ein Beweis. Und der Bau von Pyramiden? Pyramiden haben in Altamerika andere Funktionen gehabt und sehr vielfach auch anders ausgesehen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass es dieselbe Pyramide ist, die hier und dort mit diesem Namen bezeichnet wird. Also auch hier kein Beweis und keine Parallelität. Und das gilt für die anderen Fragepunkte, die Sie erwähnt haben, genauso.
Verkehrstechnisch waren Seereisen vom Pharaonenreich oder Westafrika nach Mittel- und Südamerika in vorchristlicher Zeit ja durchaus möglich. Wir wissen, dass die alten Ägypter und Phönizier sehr stabile, hochseetüchtige Schiffe hatten. Und wir wissen auch, dass die Richtung der Meeresströmungen im Atlantik sich seit Jahrtausenden nicht verändert hat. Diese Meeresströmungen, hier auf der Karte eingezeichnet, führen fast alle wie Einbahnstraßen von Ost nach West. Auf solchen Transportbändern konnte ein Schiff ohne große Kursprobleme fast von selbst nach Amerika treiben. Thor Heyerdahl hat ja mit der Ra 2, einem primitiven Papyrusboot, die 6000 Kilometer lange Strecke zwischen Nordafrika und den Antillen in 57 Tagen geschafft. Und die Ra 2 war den Modellen aus der Pharaonenzeit exakt nachgebaut. Sicher haben die alten Ägypter keine großen Schiffsexpeditionen zielstrebig über den Atlantik geschickt. Aber kann es nicht auf dem Seeweg zufällige oder unfreiwillige Besuche von fremden Völkern in Mittelamerika gegeben haben? Das kann man natürlich niemals ausschließen, aber man muss eines bedenken. Die technische Möglichkeit, eine bestimmte Reise durchzuführen, ist noch kein Beleg, kein Hinweis dafür, dass sie tatsächlich stattgefunden hat, sondern eben nur die Voraussetzung. Und es gibt auf dem amerikanischen Kontinent eben keinen einzigen unwiderlegbaren Beweis, kein Fundstück, keine Statuette, kein Schriftzeichen, das aus dem Pharaonenreich stammen würde und somit keinen eindeutigen Beleg. Aber natürlich, vieles bleibt unklar und rätselhaft, und wenn es nichts Rätselhaftes mehr gäbe, wäre Wissenschaft ja längst uninteressant geworden. So stecken denn auch die Stelen von Quirigua bis heute noch voller Rätsel. Man weiß zwar, dass sie zwischen den Jahren 746 und 810 aus feinkörnigem Sandstein gehauen wurden, denn alle sind durch Zahlensymbole genau datiert. Aber wenn eines dieser Kalenderzeichen auf unvorstellbare 90 Millionen Jahre zurückgeht, so fragt man sich, was die Mayas damit bezwecken wollten. Mit den prächtig gekleideten Menschen auf den Denkmälern hatten solche schwindelerregenden Berechnungen jedenfalls nichts zu tun. Neben den Standbildern stößt man in Quirigua auf mächtige Rundsteine, die über und über mit einem Geflecht von Ornamenten, Symbolen, Tierleibern und menschlichen Körpern bedeckt sind. Fantastisch wuchernd wie der Tropenwald. Unergründliche Rätselbilder, vor 1200 Jahren in den Fels gebannt. Das einzig klar erkennbare Motiv ist eine menschliche Gestalt, offenbar ein Priester, der im aufgerissenen Rachen eines Ungeheuers thront, wie bei den Altären der Olmeken. Pyramiden für solche Würdenträger gibt es in Quirigua nicht. Erst in den Wäldern des Nordens, nahe der mexikanischen Grenze, stoßen wir wieder auf Pyramiden. Die stundenlange Suche führt ins Gebiet von El Sotz, den Ort der Fledermäuse. Das lichtscheue Nachttier galt bei den Mayas als Symbol für Tod und Auferstehung und wurde als Vampirgott mit Drachenflügeln dargestellt. Sogar im Kalender der Mayas erscheint die Fledermaus als Monatszeichen. Der Dschungel von El Sotz ist ihr geweiht. Hier kann man die Erregung und die Strapazen der ersten Forscher nacherleben, denn El Sotz ist eine Maya-Stadt im Urzustand. Was da vor uns aufragt, ist kein Berg,
sondern die völlig überwucherte Ruine einer Pyramide. Nur das Mauerwerk des Tempels auf der oberen Plattform schimmert noch durch die Bäume. 1975 entdeckten umherstreifende Gummizapfer, die sogenannten Chicleros, El Sots per Zufall. Man schätzt, dass etwa 150 Gebäude unter dem immergrünen Pflanzenteppich liegen. Ein lohnendes Ziel für Grabräuber. Sie waren schon vor den Archäologen hier. Das ist so die Regel. Der Waldhüter Manuel López kennt ihre Tricks. Esta excavación fue hecha por los depredadores que excavaron profundamente. Das Einzige, was ich Ihnen hier noch zeigen kann, ist dieser Tunnel. Die Plünderer haben ihn so tief in die Pyramide hineingetrieben, bis sie an die Stelle kamen, wo sich das Grab befindet. In diesem Grab fanden sie die Überreste einiger Mayas. Sie nahmen alles heraus und schafften es ins Ausland, um es dort zu verkaufen. Wer weiß, zu welchem Preis. Niemand weiß auch, was mit El Sots geschieht. Bisher hat man weder das Gelände vermessen, noch die einzelnen Bauwerke in Karten eingezeichnet. Von Ausgrabungen ganz zu schweigen. Dazu gibt es andere, wichtigere Plätze, die man noch freilegen will. So werden die Fledermäuse, die einst der Stadt ihren Namen gaben, wohl ihre einzigen Bewohner bleiben. Der Dschungel hat El Sots fest im Griff. Von den Riesen des Urwalds war die Ceiba, der Wollbaum, den Mayas geradezu heilig. Nach ihrer Vorstellung vom Kosmos stand der mächtige Stamm im Zentrum der Erde. Seine Krone berührte den Himmel. Die Wurzeln reichten tief hinab zur Unterwelt. In jungen Jahren schützt sich die Ceiba mit spitzen Stacheln gegen Nagetiere. An den starken Ästen dieses indianischen Lebensbaums hängen merkwürdige Gebilde. Es sind die beutelförmigen Nester einer bestimmten Vogelart. Diese Vögel haben goldgelbe Schwanzfedern und heißen deshalb Oro Pendula, Goldpendel. Ihr Nistplatz liegt direkt über einem frischen Grabungsgelände. Die Archäologen haben es Mundo Perdido getauft, die verlorene Welt. Ein mächtiges Zentrum der Mayas, versunken im Pflanzenmeer. Stück für Stück kommt diese untergegangene Stadt wieder ans Tageslicht. Eine Pyramide wurde vom Erdreich befreit und befestigt. Die Strukturen der Wohngebäude und Priesterheime sind jetzt wieder sichtbar. Ihre Treppen und Wände wurden repariert. Neue Blöcke aus grau-weißem Kalkstein füllen die Lücken. Es ist das gleiche Material, das einst die Baumeister der Mayas benutzten. Der Boden des Peteng liefert es reichlich. Die hohen Mauern waren ursprünglich noch mit Stuck verkleidet, der ebenfalls aus zerstoßenem Kalkstein gewonnen wurde. Für dieses umfangreichste und aufwendigste Grabungsprojekt auf amerikanischem Boden hat die Regierung von Guatemala bisher fast $1 Million bereitgestellt. Seit über 20 Jahren arbeitet sie mit Archäologen der Universität von Pennsylvania zusammen. Hier waren die Wissenschaftler einmal schneller als die Grabräuber. Diese Stollen sind nicht das hässliche Kennzeichen der Schatzsucher, sondern Testgräben, mit denen man in den Erdwällen die Fundamente verborgener Gebäude aufspürt. Mundo Perdido ist keine verlorene Welt mehr,
sondern eine Maya-Stadt kurz vor der Auferstehung. Man lässt sich die Rettungsmaßnahmen viel Geld und Zeit kosten. Denn Mundo Perdido ist Teil der ältesten und größten Maya-Siedlung. Ein Stück von Tikal. Wir sind an den Ausgangspunkt unserer Reise zurückgekehrt. Vor dem nichtssagenden Horizont des Peteng und hoch über dem Dschungeldach ragen die Pyramiden auf. Das ist die Pyramide des großen Jaguar, 47 Meter hoch und in 9 Stockwerke gegliedert, wie das Universum der Mayas, das aus 9 Himmeln bestand. Eine gefährlich steile Treppe führt zu dem Tempel auf der Spitze, der nur 3 winzige Räume enthält. Von hier oben hat man einen fantastischen Blick mitten ins Herz von Tikal. Im Norden liegt die Akropolis, ein Labyrinth aus Tempeln und Opferplätzen. Genau gegenüber die Pyramide der Masken, nach Westen ausgerichtet. Ihr Dachkamm sieht aus wie versteinerte Maiskolben und war einst rot bemalt. Die Akropolis, der religiöse Brennpunkt von Tikal, ist terrassenförmig angelegt. In mehreren Jahrhunderten entstand ein Gebäudekomplex über dem anderen. Unter den späteren Bauten blieben die alten Konstruktionen und ein Teil ihrer Verzierung erhalten, wie diese riesige Maske aus Stuck, das Antlitz eines Gottes. In der Akropolis fand man Holzkohle von Feuern, die im Jahr 600 vor Christus gebrannt hatten. Das früheste Zeugnis von Menschen in Tikal. Aber auch diese Stelen vor dem Tempelberg halten Ereignisse aus der Stadtgeschichte mit exakten Daten fest. Sie zeigen Herrscher oder Priester jeweils mit Jahreszahlen. Das erste Standbild wurde 292 nach Christus errichtet, das letzte im Jahre 889. Danach begann der rätselhafte Untergang von Tikal. Warum wurde diese mächtige, reiche Stadt plötzlich preisgegeben und verlassen? Nur wenige Indizien geben darauf eine Antwort. Mehrere Herrscherporträts auf den Stelen wurden offenbar mutwillig und absichtlich beschädigt, vielleicht von der unzufriedenen Bevölkerung, die sich gegen das strenge Regime der Adels- und Priesterkaste auflehnte. Die Aufständischen blieben anonym. Einige Herrscher aber sind uns namentlich bekannt, zum Beispiel Fürst Doppelkamm. Um 700 ließ er die Pyramide des großen Jaguar errichten. Darunter hat man sein Grab entdeckt. Neben dem Skelett machten die Archäologen einen überraschenden Fund, ein äußerst seltenes Bilddokument. Wir haben seine verblassten Konturen nachgezogen. 7 Götter oder Dämonen der Mayas sitzen in einem Kanu und rudern, genauso wie es die Indianer taten. Die Zeichnung wurde mit einem Obsidiangriffel eingeritzt. Anschließend hat man die Umrisslinien zinnoberrot gefärbt. Sensationell daran ist, dass sich diese haarfeine Szene auf einem Menschenknochen befindet, der im Original nur 25 cm lang ist. Aus den Ruinen und den Schichten unter dem Straßenniveau wurden tonnenweise Schmuck, Opfergaben und Gebrauchsgegenstände hervorgeholt. Damit kann man den Alltag der Bewohner und das Leben in der Stadt recht gut rekonstruieren. Tikal war nicht nur ein Zentrum der Götterverehrung, der Vatikan des alten Amerika, die alles überragenden Pyramiden und Tempel täuschen da etwas. Hier gibt es auch Plattformen für Wohnhäuser,
für Stände und Läden von Händlern, für Werkstätten, in denen gearbeitet wurde. Alle aus Holz und damit längst vermodert. So wie dieses Modell es zeigt, muss die Stadt einmal ausgesehen haben. Eine glänzende Metropole. Der Kernbereich mit 3000 Bauwerken bedeckte 16 Quadratkilometer. Das gesamte Stadtgebiet aber, zu dem noch zahlreiche Vororte gehörten, umfasste 123 Quadratkilometer. Tikal war ein reges Handelszentrum. Aus den Grabungsfunden wissen wir, dass man Salz, Fisch, Muscheln, Vulkanstein und Obsidian einführen musste. Andererseits exportierten die Händler Töpferwaren, Stoffe, Federn und Kakao. In der Blütezeit lebten etwa 50.000 Menschen hier. Wohlgemerkt, Tikal wurde nicht von den spanischen Eroberern zerstört. Die Bewohner verließen schon viel früher ihre Stadt, die allmählich unter dem Dschungel erstickte. Von diesem Würgegriff der Natur hat man jetzt einen Teil befreit, gerade 30%. Dabei soll es bleiben. Tikal wird seine frühere Größe und Macht nie wieder gewinnen. Das ist lange her, sagen die Indianer heute. Drei glückliche Sommer und 1000 einsame Jahre.